Danach müsste ja eigentlich schon mal die Hochzeit dann kommen, ne? Denk mal, einmal wird er noch auftauchen. Da ist er doch. Ist das der Böse? Nein. Ist hier der. Hallo Gastwirt, ich bin zurückgekehrt. In der Tat, das hast du. Ja. 60, 35. Oh, dann nehmen wir das, ne? Nein! Ha, und was genau versuchst du damit zu erreichen, mein armer Narr? Versuchst du den Herzog zu ärgern? Scheiße. Das sind jetzt alles mit, glaube ich, ne? Aber warte mal. Jetzt könnten wir ja theoretisch hier einfach mal die Tür zu machen. Bupp. Was jetzt passiert. Gut, das können sie mitnehmen und das wahrscheinlich noch alles, oder? Nee. Scheiße, hier hätte ich vielleicht nochmal zumachen sollen. Du Scheiße, jetzt nehmen sie aber auch nicht was mit. Das Fass hätte ich halt auch mal oben hinstellen sollen. Das machen wir jetzt auch nochmal. Ah, das geht nicht, ne? Schade, das geht nicht. Obwohl, wir könnten das so nochmal versuchen, wenn wir es so... Das hast du jetzt ganz weg. So. So. Ne, du kannst es nicht oben einstellen. Können wir das aber verkaufen. Und dann hier oben noch ein drittes hinstellen. Das ist eh nur noch eine Stunde. Ich denke mal nicht, dass sie das bis da noch alles hochgetragen bekommen. Aufmachen. Ja, jetzt geht er noch hoch. Gut, aber jetzt ist die Stunde vorbei, ja. Kommt rein, sieht erstmal sein Bein, ist doch gut. Also, wie gefällt euch das Schmuggelgeschäft, meine lieben Wirte? Es lief ganz gut. Wenn man bedenkt, dass Rockbury herumschnüffelte. Keine große Sache, wir haben einen Ozean von Alkohol direkt unter der Currysburys Rockbury, ne? Nase geschmuggelt. Rockbury hat herumgeschnüffelt, es war ziemlich schwierig, das alles durchzuziehen. Ja, das war es halt einfach. Nun, nicht schlecht, mit ein bisschen Training könntest du professioneller Schmuggler werden. Also, lass uns das zwischen uns behalten, aber wir haben einen ähnlichen Deal mit einigen anderen Gastwirten in der Gegend gehabt. Aus diesem Grund haben wir Rockbury buchstäblich mit unserem Wein überflutet. Hier ist eine Belohnung für deine Bemühung. Richtig, reden wir über das Geld. Um ehrlich zu sein, ich habe auf mehr gehofft. Ich arbeite mit... Oh, komm. Mehr, fragt er. Nun, gucken wir jetzt, müssen wir gucken. 75, 80, 90, 90, das schaffen wir doch hier mit. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Gewinn du dank uns machst. Ich denke, wir haben eine kleine Zahlung dafür verdient. Fehlgeschlagen, du musst ein Witz sein. Das muss ein Witz sein. Mir scheint, ich war ohnehin bereits zu groß, leb wohl, Gastwirt. Du hast 150 Gulden verloren. Gar nichts bekommen jetzt, glaube ich. Gute Arbeit. Wir haben nicht nur unseren Job gemacht, sondern auch Rockbury fast bankrott gemacht. Ich bin sicher, dass er uns nicht mehr stören wird. Und da wir jetzt mit Leichtigkeit Alkohol kaufen können, können wir die Hochzeitsvorbereitung abschließen. Ach übrigens, ich habe etwas, das du vielleicht nützlich finden wirst. Es ist mein altes Kochbuch. Da findest du 5 bewährte Rezepte, die für die Hochzeit verwendet werden können. Hochzeit? Welche Hochzeit? Ich werde etwas auswählen. Einführung starten. Beginnen wir mit der Einstellung eines Koches. Leider ist unsere Taverne klein, sodass niemand Bekannter für uns arbeiten möchte. Lass uns vorerst nur eine gewöhnliche Küchenhilfe einstellen. Ich glaube, du weißt bereits, wo du die Arbeitskräfte finden kannst. Küchenhilfe einstellen, alles klar. Die Hauptaufgabe des Küchenpersonals ist das Zubereiten von einfachen sowie anspruchsvollen Mahlzeiten. Küchenpersonal kann neben dem Kochen auch mithilfe von Handwerk Waren produzieren. Küchenpersonal kann auch einfache Küchenarbeit wie Geschirrspülen erledigen. Mitarbeiter des Küchenpersonals werden benötigt, um neue Rezepte auf die Karte von
Deltris freizuschalten. Sie können in anderen Städten oder Dörfern geschickt werden. Um das Zubereiten neuer Mahlzeiten zu lernen. Die Ränge des Küchenpersonals sind Küchenhilfe, Koch und Küchenchef. Zu den Aufgaben des Küchenpersonals gehören Kochen, Handwerk, Küchenarbeiten und Gastwirtschaft. Ja, Gastwirtschaft. Ja. Dann müssen wir jetzt ja eigentlich erstmal Küchenhilfe einstellen. Okay. Küchenhilfe einstellen. Küchenpersonal. Ach so, dann müssen wir darauf klicken und jetzt hier. Wir haben hier einen tapferen, düsteren, loyalen Küchenjung. Wir können nochmal die letzte freischalten. Perfektionist. Nice. Küchenhilfe ist eingestellt. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Toll, füge zwei Gerichte zu unserer Speisekarte hinzu. Für die Hochzeit erwarten wir Mitglieder von zwei verschiedenen Sozialgruppen, gesetzlose und unglückliche. Du kannst entweder versuchen, beide zufriedenzustellen oder dich auf eine von ihnen konzentrieren. Ich bin sicher, sie werden es zu schätzen wissen. Verschiedene Sozialgruppen? Ja, das kennen wir ja schon mittlerweile, ne? Ah, schon wieder eine mit Käfern, ey. Füge Menü, Gerichte hinzu. Aber brauche ich nicht auch eine Küche? Bob, 1000 Gulden wiederbekommen. Plus, was wollen wir denn machen? Wollen wir mal eine schöne Grillwurstplatte? Soll ich zwei Gerichte hinzufügen? Ah, Gourmet, und eine schöne Brotsuppe. Brotsuppe, voilà. Brotsuppe, sehr gut. Auch nicht zweimal Wurst. Wie ich sehe, hast du bereits einige Rezepte ausgewählt. Überprüfe jetzt, welche Art von Kochgeschirr du brauchst, um diese Gerichte zuzubereiten, und bestelle es dann für die Taverne. Und denke daran, einen Holzhalter in Nähe zu installieren. Wo bringe ich das alles unter? Warum soll ich hier einen Kochgeschirr und einen Holzhalter? Alles klar. Es gibt drei grundlegende Arten von Zimmern. Schrankräume, Unterkünfte und Hinterzimmer. Zu den Schränkräumen gehören Hauptsaal, Lehrraum, Spielzimmer und Geheimzimmer. Gäste können Schränkräume frei betreten, an den Tischen sitzen und Dienstleistungen wie Essen und Trinken in Anspruch nehmen. Die einzigen Ausnahmen ist das Geheimzimmer, das nur von Personen betreten werden kann, die auf die Gästeliste gesetzt hast. Aha. Gäste können Schränkräume frei betreten. Ja, das haben wir. Zu den Unterkünften gehören Gästezimmer, privates Zimmer und Badezimmer. In den Unterkünften können Gäste ein Bett mieten und ein Bad nehmen. Die einzige Ausnahme ist das private Zimmer, das nur von der Person genutzt werden kann, die es direkt bei dir gemietet hat. Okay. Zu den Hinterzimmern gehören Küche, Lager und Personalzimmer. Gäste haben keinen Zutritt zum Hinterzimmer. Okay. Okay. Gute Info nochmal zu den letzten Räumen. Da hätte man auch ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Installiere einen Holzhalter. Okay, wir können ja das hier als Küche einfach nehmen. Was brauchen wir denn für die Gerichte? Für die Gerichte brauchen wir hier so einen Grill. Und einen Topf. Gucken, ob wir das beides reinbekommen. Wir machen einfach hier den Raum ein bisschen größer. Nicht ganz ehrlich gesagt. Wir können sogar das Dach ändern. Auch gut. So, ist jetzt das ja noch ein Gästezimmer, ne? Dann können wir das nämlich hier rüber ändern. Das hier nämlich jetzt kein Gästezimmer ist, ne? Sondern eine Küche. Wupp. Dann bauen wir da rein. Einmal den Grilli. Ganz entspannt, so schräg. Wupp. Hat doch Art. Und den Topf. Wupp. Und einen Holzhalter natürlich. Ganz wichtige Holzhalter hier in die Ecke. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich gleich noch Holz. Nun, ein weiterer wichtiger Teil des Geschäfts. Die Zutat
Ich gebe dir Kontakte zu Händlern aus lokalen Städten. Versuche Produkte zu den günstigen Preisen zu finden. Denk daran, dass wir auch für den Transport bezahlen. Also bestelle in großen Mengen. Versuche auch etwas Holz und Teller zu bekommen. Hier ist der Rest der Vorauszahlung für die Hochzeit, für die Ausgaben. Günstige Preise, ja, Holz, ja, wir zahlen für den Transport. Wie viel mehr Geld versteckst du vor mir? Ach. Zutaten bestellen wie Brennholz, Teller besorgen, alles klar. Ermöglicht das Hacken von Holz, ein Holzblock, das als Brennstoff verwendet werden kann. Brennholz wird für Feuerstellen und für die Küchengeräte benötigt. Erfordert einen Schuppen oder ein Brennholzregal für die Lagerung. Ermöglicht die Lagerung von Brennholz wie für die Verwendung von Objekten. Benötigt die Brennholz betrieben werden. Aha. Aha, aha, aha. Warum ist das hier jetzt schon wieder rot? Ich glaube, weil das Holz da halt noch fehlt, ne? Sonst ist es gut. Wir brauchen jetzt ja Wurst, Brot und Zwiebeln. Und Holz. Banditenlager. Gehen einfach mal hier in Ural. Gehen wir mal einkaufen. Dann brauchen wir Wursti. Wursti ist für 200. Alter, Durchschnittspreis ist eigentlich bei 150. 187. Banditenlager. 136 ist das doch schon günstig. Davon 3. Zwiebeln 2. Und dann noch Holz. Wir machen Holz und das bearbeiten wir dann gleich noch. Davon 3. Upp. Geköft. Dann noch was zum Holzhacken aufstellen hier. Klar, das Regal oben steht noch nicht so richtig gut und so, aber wir wollen erstmal das Intro jetzt abschließen, denke ich. Das ist ja doch alles das Intro. Und dann gucken wir uns das nochmal ganz in Ruhe an, wie wir das aufbauen wollen. So, ist es angekommen? Ja, alles angekommen. Jetzt muss das hier noch bearbeitet werden. Ach, Teller haben wir noch nicht besorgt. Teller hast du denn ja bestimmt auch. Da, Tellergeschirr. Oh, ganz schön teuer, ne? 107 hier ist doch gut. Nämlich sobald hier das Holz fertig ist, kann nämlich unser Koch auch anfangen. Den können wir nochmal auftragen. Kunsthandwerk, was ist denn Kunsthandwerk? Gastwirtschaft würde ich tatsächlich nicht machen, sondern einfach nur kochen. Küchenarbeit, so, dass wir das so machen, denke ich. Hier natürlich ein bisschen mehr auf Qualität, aber auch Geschwindigkeit, so gutes Mischverhältnis haben. Oh, was ist jetzt? Ein Ausrufezeichen neben dem Namen einer Mahlzeit auf der Liste bedeutet, dass dir die nötigen Zutaten oder Küchengeräte fehlen. Achte auch darauf, das sauberes Geschirr zu haben. Dies kannst du im Ressourcenmenü überprüfen. Einfache Mahlzeit und Getränke kann jeder Mitarbeiter zubereiten, zu dessen Aufgaben Gastwirtschaft gehört. Anspruchsvolle Mahlzeiten können jedoch nur von Küchenpersonal zubereitet werden. Heißt es jetzt aber, dass Kochen das dann trotzdem mitmachen? Ja, ne? Wenn ich jetzt Kochen hochfahre, dass dann aber auch gleichzeitig die einfachen Mahlzeiten auch gemacht werden, oder? Denke mal. Der Preis und die Verfügbarkeit verschiedener Verbrauchsmaterialien hängen von dem Ort ab.
an dem du sie kaufst. Versuche einen Händler zu finden, der den besten Preis bietet. Wir müssen den Hauptsaal dekorieren. Schau dir die verfügbaren Dekorationen an und suche dir etwas aus. Vergiss nicht, dass jede Gruppe von Gästen etwas anderes mag. Ich werde die Taverne dekorieren. Vertrau mir. Das mache ich. Ich glaube, das Regal oben ist voll. Nö, eigentlich nicht. Vergiss nicht, dass du Baumholz in kleine Stücke geschnitten werden musst, bevor du es verbrennen kannst. Bau ein Holz. Hackstock, habe ich doch schon gemacht. Bin dabei. Und das, wo er lagern kann, oder nicht? So ein Schuppen oder sowas. Was ist das? Ein einfacher Hocker, okay. Was ist das? Eine Sitzkiste. Ach, halt auch Art, ne? Wir können nur nirgendwo das Holzlager, meine ich. Guck mal, da fehlt noch irgendwie was. Brot. Ja, Brot habe ich nicht gekauft, ne? Ich hab Brot nicht gekauft, nein. Ist doch ein guter Preis, nehmen wir Bob. Aber was fehlt denn noch? Ich hab doch ein. Und jetzt müsstest du das doch eigentlich machen können. Jetzt hast du ja auch Holz und so da. Eigentlich müsstest du jetzt anfangen dürfen. Eigentlich. Ich muss jetzt noch dekorieren. Die Taverne serviere Essen in der Taverne, ja. Müssen jetzt noch dekorieren. Deko hier. Guck mal. Wenn eine Hochzeit ist, dann machen wir hier so. Man das nicht wegstellen kann. Dann kann ich es verkaufen. Besetzte Objekte, wo soll das denn besetzt sein? Das macht gar keinen Sinn. Guck mal hier schön an die Wand drin. Hier. Hopp. Das sieht unnormal aus. Schön. Blumenvase hier. Bam. 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 Da hinten auf jeden Fall auch. Hopp. Dann hier ein paar Schilder an die Wand. Bam. Bam. Das sieht doch gut aus. Ich denke auch, das sieht so gut aus. Jetzt müssen wir nur noch was mit dem Essen hinbekommen. Der macht ja irgendwie jetzt 180 Jahre sauber oder was. Und du kannst auch Gastwirtschaft. Dann machen wir das hier auch hoch. Mir scheißegal hier. Bob. Können auch mal kurz mal Speicherer machen. Neuer Spielstand. Nennen wir den klassisch wie immer Live-Sitzung. Live-Sitzung können wir den auch nennen, ne? Live-Sitzung, komm. Nein, nennen wir Livestream. Livestream, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Speichern, Bob. Müsste er jetzt nicht mal anfangen mit Kochen? Er macht hier immer noch sauber. Hier, mach mal Pause.
komm, mach Pause jetzt. Ja, der hat eine gute Prio, haben wir hier angesetzt, ne? Machen wir mal mittlere Prio. Und hier wäre ganz cool, wenn du jetzt mal... Dann mach da weiter. Mach da einfach weiter. Waschi, waschi. Setz ihn einfach hier hin. Komm. Guck mal jetzt. Na? Komm. Fällt dir was ein, was du jetzt machen könntest? Mein Mark ist doch noch ganz schön, ne? Das Game. Macht's nicht. Oder jetzt macht er Gastwirtschaft, okay. Aber macht keine. Er geht nicht kochen. Warum geht er nicht kochen? Das macht keinen Sinn. Hat er noch nicht alles? Er soll alles haben. Laut dem hat er alles. Könnt euch auch noch hier so ein Licht reinmachen. Hier. Jetzt sieht das doch schön aus hier, oder nicht? Jetzt müsste das doch gehen. Geht er da jetzt mal hin? Er macht's nicht, ne? Warum? Stellt ihr das jetzt nicht her? Jetzt, ne. Stellt's nicht her, ne? Ganz ehrlich, wir machen die Gastwirtschaft weg. Machen weg und jetzt nur noch Küchenarbeit. Wir können auch Küchenarbeit gleich weglassen, ey. Machen wir hier so. So machen wir. Und dann lassen wir das nämlich bei den anderen ein bisschen höher gehen, unsere. Hiermit, da sitzt er. Hä, du schmückst auch? Wusste ich gar nicht. Gastwirtschaft, guck mal, ist er ja ganz oben. Also alles gut. Ich hab keinen Plan, warum da jetzt nichts hergestellt wird, ne? An Essen. Warum? Jetzt macht er Pause oder? Ne, jetzt, guck mal, jetzt wird gekocht. Jetzt kocht er. Er hat gerade was zubereitet. Er hat doch gerade was zubereitet. Er hat gerade. Ah, jetzt guck mal, jetzt kocht er wieder. Nice, 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 nice. Ja, ja, jetzt macht er das. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Na, und ist es jetzt fertig? Mach mir was Leckeres. Alter! Ist das Lager oben, ist es halt gar nicht nice. Er macht den bisschen nur am Fegen. Und der Koch ist nur am Pause machen. Auch gut. Ah, jetzt haben wir am Essen serviert. Nice. Lass uns die Party beginnen, Hochzeit beginnen. Jetzt beginnt die Hochzeit. Da kommen die Leute. Da ist die Braut. Könnte auch ein Typ sein, ne?
Dun, 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 dun. Warum gehst du eigentlich noch durch die Hintertür, arme Nackeute? Was machst du da? Wir voll am Abtanzen. Scheiße. Die Gäste kommen. Die Zeit für die Vorbereitung ist vorbei. Gib denen dein Bestes, damit jeder Gast so viel Spaß wie möglich hat. Und hab keine Angst, dich mit ihnen zu unterhalten. Lass es schon mit dieser Hochzeit beginnen. Noch eine Sache. Denk daran, die Dekoration während der Hochzeit nicht zu ändern. Unsere Wohltäter können denken, dass nicht alles rechtzeitig fertig war. Gut, ich werde versuchen, nicht an der Dekoration herumzubasteln. Es tut mir leid, Martin, aber ich bin ein Perfektionist. Das kann ich dir nicht versprechen. Soll ich mich mit allen unterhalten? Oh! Während du durch die Taverne gehst, stößt du versehentlich auf die Braut. Tatsächlich. Du bist also derjenige, der unsere Eltern bezahlt hat, um die heutige Veranstaltung zu organisieren. Dass dies der glücklichste Tag meines Lebens ist, unabhängig davon, was meine Mutter denkt. Wie gefällt dir? Oh, schönes Kleiner, Alter. Findest du? Das ist so nett. Meine Mutter bestand darauf, dass ich ein auffälliges Kleid trage, das natürlich während eines Raubüberfalls geplündert wurde. Aber ich wollte eine echte Bauernhochzeit. Das ist das Kleid, für das ich mich entschieden habe. Meine Geliebte hatte nicht so viel Glück. Wie gefällt dir die Hochzeit? Alles perfekt und organisiert, wenn du mich fragst. Am besten der Inhalt des Menüs. Ich habe mich nur gefragt, ob ich ein weiteres Gericht bestellen soll oder mehr Alkohol. Ich mache besser beides. Deine Geliebte hatte nicht so viel Glück. Trotz meines Protestes zwang ihn meine Mutter, einen sehr schicken Mantel zu tragen, der einer Adligen gestohlen wurde. Da bin ich mir sicher, aber ich muss zugeben, er sieht darin sehr wundervoll aus. Oh, it's too sweet. Ein junger Mann, ungefähr in einem Alter, kommt auf dich zu und lächelt. Hallo Gastwirt, ich wollte mich nur im Namen meiner Frau und mir ganz schnell bei dir bedanken. Das ist großartig gemacht. Auf dem ersten Blick hätte ich schwören können, dass ein Adliger in meinem Gasthaus heiratet. Nun, meine neue Schwiegermutter bestand auf dieses Outfit. Trotz dieses Protestes ihrer Tochter stimme ich sofort zu. Die Wahrheit ist, meine liebe Schwiegermutter macht mir ein bisschen Angst. In jedem Fall denke ich, dass meine Verlobte mich in dieser Kleidung insgesamt mag, unabhängig davon, was sie sagt. Sohn eines Müllers und Tochter eines Gesetzlosen. Wie kam es dazu? Als ich eines Tages durch den Wald ging, wurde ich von einer Bande überfallen und entführt. Lol. Als sie merkten, dass ich nichts Wertvolles bei mir habe, verlor sie schnell das Interesse, bis auf eine von ihnen, von der ich etwas gestohlen habe. Ich verstehe nicht. Was hast du von ihr gestohlen? Was? Ihr Herz. Oh. Ich dachte, es wäre offensichtlich. Wie ist die Meinung zu den Gesetzlosen? Sehr findige Leute und nicht so schlimm, wie man es erwarten könnte. Besonders einer von ihnen ist sehr angenehm anzusehen. Beflückt im neuen Leben. Ja, Ehre. Ich habe jetzt echt keinen Bock, mich mit jedem hier zu unterhalten. Ne? Ada? Da mit ihm. Ah, hallo Gastwirt. Lange nicht gesehen. Ich kann nicht anders, als zu bemerken, dass unser Wein einen höheren Zweck dient. Wie schmeckt dir der Wein? Sagt der Maschallah. Das ist einfach der leckere Wein. Wie immer, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wer hätte gedacht, dass dieses Geschäft so vorteilhaft sein wird? Woher kommt der Name Barry? Der Name unserer Organisation stammt aus den fernsten Vergangenheiten, als wir uns auf den Dächern von Jorvalds Hauptstadt trafen und nach potenziellen Opfern Ausschau hielten. Ja. Hauptstadt ist die Stadt Auray. Dort befindet sich die Hauptquartier der Avari. Du bist nicht sehr gut in Geografie, oder? Mm-mm. Und du sagst einfach jedem, wo sich dein Geheimhauptquartier befindet? Das geht dich nichts an, Junge. Es ist mir egal, was Martin über dich sagt. Ich vertraue dir nicht genug. Lass uns versuchen, ein anderes Gespräch zu finden. Okay, Prost! Jetzt langt's jedoch. Eine stattliche Frau löst sich von einer Gruppe von Gästen und kommt auf dich zu. Gut getroffen, Gastwirt. Bist du für die Organisation der Hochzeit meiner Tochter verantwortlich? Deine Tochter sieht umwerfend aus. Maschallah. Das liegt auf der Hand.
Die kommt nach mir, es sei denn, du meinst diesen Lappen, den sie trägt. Ich habe versucht, sie zu überzeugen, etwas zu tragen, das sie auf ihren Status hinweist, aber sie ist stur. Sie läuft ohne Schuhe herum und ist glücklich, aber es ist ihr Tag, also kann sie tun, was immer sie will. Ich hoffe, alles gefällt dir. Muss ein Witz sein. Ich hatte etwas viel Geschmackvolles erwartet. Mehr Schädel, Waffen, Trophäen. Tut mir leid, das zu hören. Du hast mich enttäuscht, Gastwirt. Wow. Jetzt hast du mich aber enttäuscht. Hat mir so Mühe gegeben, weißt du? Ich hab da doch zwei Schilder hängen. Was will er jetzt? Ein fröhlicher Mann in einem gefiederten Outfit spricht dich an. Sei gegrüßt, Gastwirt Renmi. Hat mir ein bisschen von dir erzählt. Der Aviari. Alter, warum überall immer komische Spiel. Namen. Ist dankbar für deine Hilfe und was für eine tolle Party das ist. Wie schmeckt dir der Wein? Der ist doch Maschala, oder nicht? So, ich werde da. Unbedingt. Unbedingt Renmis Idee, in diesem Weingeschäft einzusteigen, war fantastisch. Ich bin froh, dass wir dich auch dazu gebracht haben. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier und hätte nicht all diesen Spaß. Sag mir, woher hat Avery ihren Namen? Dann viel Spaß noch. Hier, was ist hier? Was wird er jetzt noch? Plötzlich stößt ein eleganter, gekleideter, wenn auch betrunkener Mann auf dich. Du brauchst einen Moment, um deinen Wohltäter, den Vater des Bräutigams, zu erkennen. Hallo Gastwirt, bist du derjenige, der für diese Party verantwortlich ist? Was für ein edles Outfit. Ich bin nicht gewohnt, in so teure Klamotten herumzurollen, aber die Brautmutter hat sich mir geschenkt. Hat sie mir geschenkt. Ich meine, geliehen. Nur für diesen Anlass, also. Was denkst du über die Geliebten deines Sohnes? Sie ist ein nettes Mädchen, sehr freundlich. Ihre Mutter macht mir allerdings ein bisschen Angst. Mir gefällt dir die Hochzeit des Gastes, ist sehr schön eingerichtet. So sollte eine richtige Bauernhochzeit aussehen. Ehre. Oh, jetzt habe ich mich aber mit allen unterhalten, oder nicht? Anscheinend, ja. Können hier nochmal ein bisschen mitnehmen. Das haben wir ja. Oh oh. Gar nicht gut, gar nicht gut. Was will er jetzt? Du glaubst, ich weiß nicht, was du getan hast. Du wirst dafür bezahlen, für alles. Wovon zum Teufel redest du? Du hast den ganzen Wein aus Sambria importiert und mein Geschäft zerstört. Stirb in Flammen, du Wurm. Rockberry, nein! Ach, du dicker A, jetzt wird alles verbrannt. Lol. Rockberry went mad. When Martin got to it was already too late. A torch he'd tossed landed on the roof. The building went up in flames in an instant. Then, during the struggle, Martin's bandage slid off of his arm, revealing a tattoo. A tattoo that would lead up to a series of unexpected events. Uh-oh. Meanwhile, the fire that was consuming the inn spread onto the nearby buildings and the vineyard that belonged to Rockberry himself. Terrified, the Duke stood and watched the aftermath of his actions. His senseless revenge was devouring his family's estate right before his eyes. It was the end of him. But it was also the end of the simple life Martin and his nephew had been living on the land belonging to the Duke.
old innkeeper knew that if they were to be safe, they needed to find a new home. Oh, guck mal. Das hier ist doch erstmal jetzt ein perfektes Ende für den kleinen Einblick erstmal in das Spiel. Ich persönlich mag es sehr gerne. Und jetzt geht es ja erst los. Jetzt können wir hier dann noch eine eigene aufbauen. Komplett von vorne. Ich finde es ganz cool. Mal schauen, ob ich es noch weiter live spielen werde oder vielleicht nur bei YouTube hochladen. Muss ich mal schauen. Weiß ich noch nicht.